Dankeschön, danke für die Einladung. Ich habe mal angefangen mit einem Zitat von Richard. Ja, all governments should be pressured to correct the abuses of human rights. Ja, und was brauchen wir eigentlich als Zivilgesellschaft für eine Art Netzwerk? Das soll ein bisschen das Thema sein. Was für Technik hätten wir denn gerne? Und da ich so an zwei Projekten arbeite, bin ich am Anfang gefragt, wie bringst du das unter einen Hut? Und für mich ist da gar kein Widerspruch. Und ich fange einfach an, sage, okay, liberale Gesellschaften, ja, es gibt da die Human Rights Convention und da steht drin, no one shall be subjected to interference with his privacy, family, home or correspondence. Das ist ziemlich klar, ne? Das ist eins der, ist das meist übersetzte Dokument, so ziemlich alle Nationen haben das ratifiziert und da sagt er ganz klar, der Staat darf nicht in private Kommunikation eingreifen. Ja, so ein schöner Anspruch, den man haben sollte an Netzwerke, oder? Und ein anderer Anspruch, ja, auf der sozialen Seite ist, everyone has the right to social security and is entitled to realization of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality. Für mich, so wie ich den Kapitalismus bisher erlebt habe, passiert das nicht ganz von alleine. Ja, da brauchen wir einen Sozialstaat für. Das heißt, der Staat hat durchaus eine Pflicht, in die Wirtschaft einzugreifen und dafür zu sorgen, ja, dass zumindest eine gewisse gesellschaftliche Teilhabe allen möglich ist. Das sind eigentlich Grundwerte, auf die wir uns so ziemlich global geeinigt haben. Ja, also für mich stehen die nicht wirklich zur Debatte. Ja, auf der technischen Seite muss ich dann sagen, gut, Internetüberwachung heutzutage findet seine Grenzen eben nicht durch irgendwelche politischen Gesetze. Ja, der tiefe Staat macht, was er möchte. Der findet die Grenzen nur noch darin, was die Technik erlaubt. Ja, wenn ich Krypto nicht brechen kann, dann kann ich nicht überwachen, ja, aber ansonsten wird es gemacht. Ja. Und genauso auf der wirtschaftlichen Seite, ja, das Internet hat jetzt dafür gesorgt, ja, dass die Wirtschaft gut globalisiert ist. Das heißt, es wird dem Staat schwierig gemacht, Konzerne und Firmen zu kontrollieren, weil sie sich eben über die staatlichen Grenzen sehr leicht hinwegsetzen können. Ja. Insofern also würde ich auch da den Anspruch stellen, die Technik muss dem Staat die Steuerungsmechanismen wieder in die Hand geben, um die sozialen Ziele zu erreichen, genauso wie die freiheitlichen Ziele. Ja, die Realität sieht nicht ganz so aus. Ja, wir hatten von Herrn Snowden die schöne Nachricht bekommen. Ja, die lieben Briten und Amerikaner, ja, wollen, wie wir auch historisch ja schon gesehen haben, alles wissen, alles kontrollieren. Ja, und das ist so auf der Bewachungsschiene. Und auf der Corporate-sozialen Schiene haben wir hier schöne Nachrichten von Amazon. Ja, Amazon hat in Amerika null Steuern 2017 gezahlt. Ja, also eines der größten Unternehmen der Welt, massiv profitabel. Und was macht es? Es zahlt keine Steuern. Ja? Und wie macht es das natürlich? Durchaus dadurch, dass das Internet nutzt. Ist ja auch eine Internetfirma. Ne? Gut, da müssen wir was tun. Ja? Als Informatiker sind wir für Technikentwicklung zuständig. Und das ist ja kein Zustand. Den müssen wir ändern. Und mit dem GNU-Projekt und insbesondere dem GNU-Net-Projekt ist unser Anspruch, wir wollen ein Netzwerk schaffen, wo das besser wird. Und wir haben mal angefangen, nicht mit dem militärischen Ziel des DARPA-Netz, da gibt es auch eine schöne Liste, ja, sondern mit unseren eigenen Zielen, was wir so als Anspruch haben, was wir machen wollen. So, also erster Anspruch, gut, das heißt GNU-Net, ja, es muss als freie Software implementiert sein. Ich sollte dazu sagen, die Liste ist der Reihenfolge nach. Also die Sachen, die oben stehen, sind wichtiger als die Sachen, die weiter unten kommen. Ja, das heißt also insbesondere, wenn mir einer sagen würde, ja, aber es ginge sicherer, wenn du es proprietär machst, ja, dann können sie den Krypto-Code nicht lesen, dann würde ich das ablehnen. Ja, weil ich eben möchte, dass das ein Allgemeingut wird. Es soll allen gehören. Ja, es soll nicht von irgendeiner Firma kontrolliert werden. Ja, es darf nur die minimal notwendigen personenbezogenen Daten preisgeben. Ja, Privacy by Design, ja, wie wir es auch in der GDPR, also General Data Protection Regulation heutzutage haben. Soll komplett verteilt, resistent gegen externe Angreifer, als auch böswillige Teilnehmer sein. Ja, wir gehen davon aus, wir sind nicht alle Leute lieb. Ja, es muss selbstorganisierend sein und nicht von Administratoren oder zentraler Infrastruktur abhängig sein. Viele von Ihnen sind vielleicht Administratoren. Wer ist Administrator hier? Wer kümmert sich um irgendwelche Daten von anderen Leuten? Ja, das Problem ist, nicht nur haben Sie Macht über die Leute, sondern es macht Sie auch zur Zielperson. Ja, wenn ich jetzt Sie hacke, dann kriege ich Ihre ganzen Leute, die von Ihnen abhängig sind, auch noch. Ja, also wir wollen, dass idealerweise gar keine Administratoren da sind. Ja, es muss selbstorganisierend sein. Ja. Ich habe die Hardware unter meiner Kontrolle und dann brauche ich nichts mehr machen. Ja. Nicht irgendwie, bitte richte mir einen Account ein, gib mir ein Passwort. All das Unsinn muss weg.
ist der Anspruch. Wenn wir einen sicheren Kommunikationskanal aufbauen, kann es ja durchaus sein, dass ich das über andere Leute mache. Ja, vielleicht haben die anderen Leute mir geholfen, den Schlüssel zu verifizieren oder sowas. Das muss transparent sein. Ja, also wenn ich irgendjemandem vertrauen muss, damit meine Kommunikation sicher ist, muss mir das zumindest gesagt werden. So im Gegensatz zu X509, wo wir so irgendwie 500 Organisationen gefühlt weltweit haben, die alles zertifizieren können. Ich weiß gar nicht, wer es gerade macht, es sei denn, ich gucke sehr explizit nach. Es muss ein offenes Netz sein. Wir wollen eben, dass es nicht irgendwie eine kleine, geschlossene Community bleibt. Wir wollen natürlich viele Anwendungen und Geräte unterstützen. Ja, wir wollen dafür sorgen, dass die Daten möglichst in kleinen Komponenten, auch auf unserem Rechner selber, eben nur in dem Prozess, der sie wirklich haben muss und nicht woanders hin. Wir wollen natürlich die Ressourcen effizient einsetzen, nicht wie bei Bitcoin, ja, mal eben für ein paar Staaten den Elektrizitätsverbrauch verdoppeln. Das geht nicht so gut. Ja, muss ja auch umweltfreundlich sein, das Ganze. Und last but not least würden wir gerne Anreize haben, dass Peers Ressourcen bereitstellen, dass das Ding funktionieren kann und nicht irgendwie Freeloader sich einfach das Netz DDoSen sozusagen. Ja, das war unsere Design-Ziel-Liste. Sie sehen sehr viele mit Datenschutz, sehr viele mit Sicherheit, sehr viel mit Sachen mit Verschlüsselung, Accountability. Bei der ARPA sah das ein bisschen anders aus. Ja. Da finden Sie als einziges richtiges Sicherheitsziel irgendwie was mit Availability. Ja, soll nicht ausfallen. Ja, was bauen wir damit? Wir bauen verschiedene Anwendungen. Wir haben angefangen mit anonym, nicht anonym publizieren. Wir haben einen IPv4, IPv6 Protokollübersetzer gebaut. Heute werde ich das GNU-Name-System vorstellen, ein zensurresistenter Satz für DNS. Wir haben auch Conversation, eine Voice-Anwendung über das System gebaut. Eine Gruppe hier in Berlin baut an SecuShare, das ist ein soziales Netzwerk. Und als zweiten Teil werde ich auch noch GNU-Taler vorstellen. Und es gibt natürlich noch andere Projekte, die darauf aufbauen. Ich hoffe, die Liste wird noch viel länger. Gut, kommen wir zum GNU-Name-System. Das ist für uns ein sehr zentraler Teil, genauso wie das Domain-Name-System für das Internet ein sehr zentraler Teil ist. Weil wenn das ausfällt, dann machen Sie alle im Internet eigentlich normalerweise ziemlich wenig heutzutage. Da müssen Sie IP-Adressen eintippen. Ja, und das machen wir nicht so gern. Ja, Eigenschaften vom GNU-Name-System ist ein dezentrales Namenssystem. Also beim Domain-Name-System haben wir ein hierarchisches Namenssystem. Ganz oben sitzt die ICANN, ja, die gibt dann DE an die DENIC, ja, und CH an die Switch. Ja, und dann gibt die DENIC, sagt dann, okay, TU Berlin, das geht hier an die Uni. Ja, aber wir haben eine schöne Hierarchie, schön militärisch durchhierarchisch. Ne? Wir können dann auch schön sagen, okay, das Land mögen wir nicht mehr, den Administrator nehmen wir weg oder das Land blockieren wir. Ja, die Schweizer bauen gerade ein schönes System auf, das heißt RAINS, als Teil ihres Scion-Projektes an der ETH Zürich. Da wollen sie ein nationales Netz bauen mit einem nationalen DNS, einer nationalen Zertifizierungsstelle und einer nationalen Blockierliste, damit man die ganzen Bösen draus halten kann. Ja, also das kommt auch ganz toll. Ist designt wie für die Chinesen. Aber die Schweizer schenken, sag ich da. Gut, aber wenn wir ein dezentrales Namenssystem haben, keine Hierarchie, haben wir den Nachteil, dass die Namen nicht mehr wirklich global sind. Ja, wir können es nicht mehr sagen, ja, der bestimmt das. Ja? Was wir aber trotzdem haben können, ist, wir können eindeutige Identifizierer haben. Das sind dann keine Namen mehr, die man sich leicht merken kann, sondern genau genommen Public Keys, für die es wissen. Ja? Nicht mehr so schön merkbar, aber das geht. Das ist die wichtigste Eigenschaft aus meiner Perspektive, neben der Dezentralisierung, ist, dass wir Datenschutz erreichen für Fragen und Antworten. Und zwar in einer sehr krassen Art und Weise, die man sich erstmal gar nicht kaum vorstellen kann. Beim GNS kann ich eine Frage stellen und die Frage ist verschlüsselt. Die stelle ich an die Gruppe und irgendjemand hat auf seiner Festplatte die Antwort gespeichert. Der kann aber die Frage nicht entschlüsseln, der kann die Antwort nicht entschlüsseln, aber der kann sagen, das ist garantiert die Antwort auf die Frage. Der kann das über andere weiterleiten, die können alle gucken und sagen, ja, das ist die Antwort auf die Frage. Wir wissen nicht, was die Frage ist, wir wissen nicht, was die Antwort ist, aber das ist die Antwort. Ja? Und wenn ich die Antwort bekomme, kann ich sie entschlüsseln. Ja? Also eine Art Private Information Retrieval, ja? Nur wer die Frage kann, kann die Antwort entschlüsseln, der Rest kann aber sagen, das ist die richtige Antwort. Schöner kryptografischer Trick. Ne? So. Da wir immer nur die richtigen Antworten auf die Seite kriegen, können wir das auch als Public-Key-Infrastruktur nutzen. Also Sachen, wie Sie als X509 oder Web of Trust oder sowas kennen, können wir damit, oder DNSSEC, können wir damit durchaus abbilden. Und wir haben es so gemacht, dass das Ganze ziemlich interoperabel mit DNS ist. Das heißt, wir haben auch einen Migrationspfad. Ist das nicht schön?
Anwendungen, die wir uns vorstellen, natürlich, wir können irgendwelche Dienste im Peer-to-Peer-Netz damit adressieren, identifizieren. Wir nehmen das für Identitäten in sozialen Netzwerken. Ne? Also wir haben meine Freunde, sind mein Adressbuch sozusagen. Auch das Adressbuch in unserer Telefonanwendung ist eigentlich im Wesentlichen eine Zone im GNU-Name-System. Und natürlich könnten wir auch DNS abschalten. Hoffe ich mal irgendwann. Gut, wie sieht das Ganze aus? Ich wollte es hier heute mal praktisch machen, also kommen jetzt eine ganze Reihe Screenshots. Ja, sozusagen jetzt der Click-Through-Path, um das selber zu bauen. Was ich auslasse, ist das Ding zu installieren. Sie sind ja alle Informatiker, also ein Git-Checkout, Configure, ab 100.000 Abhängigkeiten installieren ist ja alles kein Problem. Ne? Ja, aber die GUI zu bedienen, das geht nicht. Also zeige ich nur die GUI. So, hier habe ich mal eine gestartet. Ich habe hier schon meine eine Zone, hatte ich schon angefangen mit. Da ist auch schon was drin. Aber ich fange mal ganz einfach von Start an und erzeuge mir eine neue Zone. Nennen wir sie mal RMS. Kenne den Typ überhaupt nicht. So, da tippe ich als Label ein und sage dann am Ende New. Komm, mach weiter. So, dann habe ich eine neue Zone, RMS, und Sie sehen hier, das ist mein Zonenidentifizierer. Muss man sich nicht merken, kann man sich nicht merken. Ne? Und die ist jetzt leer. Dann gehe ich hier hin, sage, ich würde gerne einen neuen Namen anlegen, zum Beispiel GNU. Ja? Und dann kann ich jetzt hier sagen, okay, was hätte ich gerne für einen Typen? Da wähle ich jetzt mal einen E-Record aus. Für die Leute, die sich mit DNS nicht auskennen, das ist das, was man im Internet noch braucht, um irgendwelche Rechner zu adressieren, wenn man so ein altes Internet noch hat, so ein IPv4, ne? Aus den 60ern. Dann springt er hier hoch und sagt, okay, für den Namen www in der Zone RMS, was soll denn die IP-Adresse sein? Die habe ich schon mal eingetippt hier. Und dann kann man noch so ein paar andere Sachen sagen, zum Beispiel soll das Ding nur auf meinem lokalen Rechner sein oder sichtbar sein für andere Nutzer, die wissen, dass sie bei mir unter www gucken. Ja, also es wird verschlüsselt publiziert und man muss sozusagen sowohl die Zone als auch das Label können, um darauf zugreifen zu können. Das ist so halb öffentlich. Ja. Wenn Sie bei DNS, kennen Sie es vielleicht als Zone Privacy. Ich weiß, ich kann nicht alles alle Namen abfragen. Ich kann ja hier auch statt www ein Passwort reintragen oder sowas. Gut, dann kann ich sagen, wie lange das Ding gültig sein soll und publizieren. Dann mache ich das Ganze nochmal, jetzt wähle ich TLSA. TLSA-Records sind die für X509, also für verschlüsselte Webseiten, darauf zuzugreifen, dass ich das Zertifikat da einbauen kann. Dann sage ich hier, okay, ich würde gerne auf Port 443, das ist der für HTTPS, mit TCP zugreifen und ich trage ein, die Webseite, die gibt es schon online unter www.gnu.org, baue jetzt mal einfach opportunistisch eine Verbindung dazu auf und hole dir das Zertifikat runter. Ja? Und dann sagt er, okay, das ist das, was ich gefunden habe auf der Webseite und dann kann ich sagen, okay, das stimmt. Und jetzt tragt das mit ein. Und wenn später der Browser kommt, check, ob das immer noch der richtige Public Key ist für deine HTTPS-Verbindung. Gut, habe ich zwei Records drin und bin die erstmal mit glücklich. Das ist sozusagen, wie man eine Zone editiert bei uns. Man kann das auch mit Kommandozeile machen oder direkt mit der PostgreSQL, aber ich denke, normalerweise ist das GUI ein bisschen schöner. Gut, wie sieht das jetzt aus? Jetzt habe ich meine Zone angelegt. Ja, jetzt, hier bin ich jetzt statt RMS mal Bob geworden ja, und bei mir sind werden die Daten sozusagen signiert und verschlüsselt und sobald ich das gemacht hat, in diesem Fall könnte jetzt Bob unter www.bob gehen und könnte seinen Webserver erreichen. Was er jetzt macht, er würde zum Beispiel seinen öffentlichen Schlüssel auf seine Businesskarte packen. Theo München, ich muss jetzt die Konkurrenz nehmen. Ne? Werde ich jetzt hier rausgeschmissen? Noch nicht, gut. Packt hier also zum Beispiel seinen Public Key drauf und gibt den seinen Freunden. Das ist, wie er für Vertrauen herstellt. Wir wissen, wenn wir sichere Kommunikation herstellen wollen, müssen wir einen sicheren Kanal haben. Also Businesskarte austauschen wäre so ein sicherer Kanal. Alice geht jetzt hin, sagt, okay, ich habe Bobs Karte. Ich trage den öffentlichen Schlüssel bei mir in meine Zone ein. Ja, also genauso, wie sie vorher da Sachen eingetragen hat, kann sie jetzt unter Bob zum Beispiel Bobs Schlüssel eintragen. Ja, wenn sie das gemacht hat, kann sie www.bob.alice eintippen, sie ist ja Alice, und kriegt Bobs Webserver. Wie passiert das Ganze? Naja, Bob hat eben in seiner Datenbank seine IP-Adresse, sie hat jetzt in ihrer Datenbank ihren Public Key ja, und er geht eben periodisch hin und publiziert, das habe ich jetzt nicht gezeigt, wie verschlüsselt die Informationen aus einer Datenbank in der sogenannten verteilten Hash-Tabelle. Das ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk, wo alle Teilnehmer gleichberechtigt sind und einfach nur Key-Value-Paare speichern und zugänglich machen. Ja? So, und wenn jetzt Alice einen Namen auflesen möchte, fragt sie jetzt erstes nach, okay, ich bin ja Alice, ach, das ist ja für mich. Guckt in ihrer Datenbank nach und sagt, hey, wer ist Bob? Ihre Datenbank sagt hier, ja, Bob hat diesen öffentlichen Schlüssel. Und dann geht sie her und sagt, okay, was ist www unter diesem öffentlichen Schlüssel?
Wobei, wie gesagt, diese Anfrage wird verschlüsselt gestellt, aber am Ende bekommt sie die IP-Adresse zurück, auch wieder verschlüsselt. Sie muss das Ganze entschlüsseln, aber dann kann sie auf die Webseite zugreifen. Wie sieht das in der Praxis aus? Um das wirklich zu machen, muss man erstmal in seinen Webbrowser rein. Sie kennen das Ding, hoffe ich. Ja, da gehen Sie auf Edit, dann auf Preferences, dann auf Netzwerk, dann auf Settings. Dann gehen Sie hier einen Proxy einstellen. Ich hätte gerne einen Proxy von Hand. Nehmen Sie sich einen SOX-Proxy. Das ist also unser Prozess, wenn Sie das System starten, der auf Ihrem Rechner läuft. Ja, stellen einen Port ein, wie 7777. Ist der Default bei uns. Da müssen Sie runterscrollen. Die Option ist gut versteckt. Sehen Sie hier, ne? Muss ein bisschen runterscrollen. Und dann Proxy DNS when using SOX 5. Nicht ganz so schön, ne? Gut versteckt. Danke, Firefox. Und das heißt im Wesentlichen, Ihr Browser stellt Ihre Anfrage erst an einen lokal laufenden Proxy. Der Proxy kann dann sagen, mache ich hier DNS oder mache ich GNS? Wenn das Ihre Zone ist, wie .alice oder .bob, dann sagt er, ach, jetzt frage ich mal das GNU-Name-System statt das Domain-Name-System. Und dann, wenn er die Auflösung bekommen hat, baut er die Verbindung auf, verifiziert, dass das TLS-Zertifikat stimmt und so weiter. Ja, und dann kann man solche Scherze machen wie www.rms und der Browser sagt, hey, ist sicher, verifiziert vom GNU. Wir haben das Ganze mal gemacht, dass ich die .fr-Zone ins GNU-Name-System importiert habe, hab Leuten Rechner gegeben, einen, wo sie das GNU-Name-System benutzt haben, einen, wo sie das Domain-Name-System benutzt haben, habe gesagt, hey, guck mal, ob da ein Unterschied ist. Sie konnten sie nicht auseinanderhalten. Also wenn man das mal aufgesetzt hat, funktioniert es im Prinzip gut genug, dass man es als Benutzer gar nicht mehr entscheiden kann, welches jetzt da gerade läuft. Gut, das zum GNU-Name-System. Kommen wir zu GNU-Taler. Bei GNU-Taler geht es jetzt auf die soziale Seite. Ja, und online wollen wir ja irgendwie noch bezahlen heutzutage. Und wir reden jetzt hier nicht von irgendeiner Blockchain, kein Bitcoin, keine Buzzwörter, sorry, falscher Film. Ja, aber mit Kreditkarte zahlen, das ist wieder diese Überwachung. Ja, das ist auch wieder sowas. Da haben sich auch die Militärs überlegt, hey, wie können wir alle Leute überwachen? Mit Kreditkarte ist das ganz toll. Egal, wo sie sind, ob sie ein Busticket kaufen, irgendwo essen gehen, irgendein Hotelzimmer buchen, wir können sie immer schön tracken. Ja, also das wollen wir nicht so wirklich mit Kreditkarten. Und da war eben unsere Idee, wir bauen etwas, ja, wo wir Bargeld, Ähnliches, digital machen, aber auch sozialverträglich. Das System haben wir Taler genannt. Und die Idee war, ich möchte dafür sorgen, dass Einkommen vom Staat gesehen werden kann. Also wenn Sie Geld bekommen, soll der Staat sagen können, ja, da erheben wir Steuern drauf. Oder das war jetzt nicht legal, was Sie da verkauft haben. Die Kontrolle, der Staat soll in die Wirtschaft eingreifen können. Aber gleichzeitig, wenn Sie Ausgaben haben, wenn ich Geld ausgebe, dann soll ich komplett anonym das machen können. Ja? Also Einnahmen komplett transparent, Ausgaben komplett anonym. Ja? Natürlich als freie Software, natürlich elektronisch und Reserve, weil es nicht kreditbasiert ist. Ich möchte Sie nicht in irgendwelche Kreditfallen locken, wie bei den Kreditkarten. Ne? Ja, unsere Designziele also hier ein bisschen anders, weil wir eben die Sozialverträglichkeit haben müssen für Sachen in der Wirtschaft. Es geht ja um Geld, ne? Also wieder freie Software. Wir müssen die Privatsphäre von Käufern schützen, aber dem Staat muss ermöglicht werden, Einkommen zu besteuern und illegale Geschäftspraktiken zu verfolgen. Meine lieben Freunde in der Blockchain-Welt meinen ja, also Parallelwelt sollte ich sagen, die meinen ja, das mit den Einkommen besteuern, das ist eine ganz schlechte Idee. Und dann kriegen wir die schönen Krypto-Trojaner, die uns sagen, hey, überweisen Sie uns 100.000 Bitcoin, damit Sie Ihre Festplatte nicht mehr entschlüsselt haben. Das geht bei uns nicht so ganz, weil wenn ich das bei der Steuererklärung angebe, habe da ein paar Millionen erpresst, kommt nicht so gut. Das wollen wir nicht. Wir finden, das im Wirtschaftssystem, das der Staat ein bisschen regulieren kann, ist eine ganz gute Sache. Bei der privaten Kommunikation was anderes. Ja, aber, wie gesagt, es ist priorisiert. Ansonsten dürfen wir nur die minimal notwendigen Daten preisgeben. Ja, also unter diesem Ziel, ja, Staat darf ein bisschen die Wirtschaft regulieren, ansonsten nur die minimal notwendigen Daten preisgeben. Natürlich, es geht um Geld, wir müssen Betrug verhindern. Es muss einfach zu benutzen sein, sonst nutzt es keiner. Ja, und es sollte effizient sein, sonst haben wir wieder hohe Kosten. Wie funktioniert das Ganze? Ganz high level. Die Architektur ist, wir haben eine Wechselstube, die interagiert sozusagen mit der Bank. Von der kann ich Münzen abheben als Kunde. Als Kunde kann ich die beim Händler ausgeben. Der Händler muss sie dann sofort bei der Wechselstube deponieren und sozusagen der Wechselstube sagen, ja, ich habe dieses Geld gerade vom Kunden bekommen. Er weiß nicht, wer der Kunde war. Hier kann man anonymen Kanal nutzen.
das muss nicht Tor sein, aber könnte Tor sein. Wir wissen, Tor hat auch Probleme. Ja? Aber auf jeden Fall, hier der Kunde muss sich nicht identifizieren. Er gibt, wie beim Bargeld, dem Händler digitale Münzen. Der kann sie aber nicht weitergeben. Also es ist nicht transitiv. Ja? Er kann nicht zum nächsten Händler gehen und sagen, hey, ich habe hier Geld bekommen. Ja? Es funktioniert nur, wenn er es bei der Wechselstube einlöst und dann kriegt er sozusagen auf seinem Konto gut geschrieben. Und dass die hier gut funktioniert, das wird geprüft, ja, dass der nicht irgendwie mit unserem Geld abhaut. Das Ganze soll gehen mit ganz normalem Geld, also Euros, Franken, Dollars, ja, nicht mit irgendeiner komischen Kryptowährung. So, jetzt kommt der Windows-PC. Ich wollte eine Demo versuchen. Ich bin mal gespannt. Unter Windows. Wo? Da ist ein Browser. Also Sie können das, genau wie ich das jetzt hier auf einem wildfremden Rechner mache, auch auf Ihrem Rechner dann irgendwann machen? Nein? So, der erste Schritt ist, man muss unser Wallet, also unsere Geldbörse im Browser installieren. Ich hoffe, das ist ein Chrome. So, bitte installieren. Erweiterung hinzufügen. Ist eine Frage, wie schnell das Netzwerk hier ist. Es geht, selbst über Mobilfunk. So, jetzt habe ich das Wallet installiert. Das sieht man hier oben. Da ist jetzt das T. So, jetzt kann ich zur Bank hingehen. Das ist jetzt die Idee, das ist eine normale Bank wie ihr Homebanking. Ja, da muss ich jetzt erstmal einen Account aufmachen. So, also registriere ich. Ich sage jetzt hier, ich bin der Pfiff. Mein Passwort ist Pass. Ja, okay, sehr lang. So, jetzt habe ich hier ein Bankkonto aufgemacht. Dummerweise haben sie uns immer noch keine Euros gegeben, ja, also irgendwie das mit der ganzen Bankenregulierung ist ein bisschen schwieriger, aber wir arbeiten dran. Deswegen machen wir das Ganze hier noch in Kudos. Ja, aber idealerweise machen Sie es demnächst bei der Sparda, bei der Commerz oder bei irgendeiner schönen Bank. Ja, da wir es jetzt in Kudos machen, habe ich den Vorteil, die Bank gibt mir am Anfang 100 Kudos Startguthaben. Ja, aber irgendwo muss das Geld ja herkommen. Ne? Das wird aber hier in der Demo vom Bankkonto abgebucht. Ja? Also das Bankkonto geht wirklich ins Negative hier. Jemand, wenn man einen Account aufmacht, geht das Bankkonto ins Negative. Ist schon korrekt implementiert. Wir machen hier keine Geldschöpfung. Ja? Also die Bank macht Schulden. Gut, also ich habe jetzt 100 Kudos bei mir drin. Ich kann jetzt also hier Geld abheben. Zum Beispiel kann ich sagen, ich würde jetzt gerne, was weiß ich, 10 Kudos abheben. Da muss ich diesen Bezahldienstleister auswählen. Ja? Der möchte hier 0,2 Kudos Gebühren haben. Sage ich, ja, Gebühren sind okay. Irgendwo muss man ein Geschäftsmodell haben. Ist ja noch Kapitalismus heutzutage. Dann bin ich zurück bei der Bank. Die möchte jetzt gerne meinen PIN-TAN-Check machen. Ich habe jetzt eine SMS bekommen, die mir sagt, 2 minus 1 ist 1. Schwierige Fragen, ne? Und, okay, jetzt habe ich die 5 Kudos abgehoben. Wir sehen, ich habe jetzt bei mir im Account nur noch 95 drin. Ja, und im Wallet hier oben habe ich jetzt 4,8. 5 minus Gebühren. So, jetzt ist das Geld sozusagen auf meinem Computer angekommen. Bisher, also zum Abheben musste ich mich ja ausweisen. Ne? Ist ja klar, ich muss ja sagen, ich möchte mein Geld haben. So, jetzt kann ich mich aber auch ausloggen. Ich könnte jetzt wieder anonym werden. Jetzt werden, alles was danach abläuft, ist nicht mehr mit diesem Abhebevorgang in Verbindung zu bringen. Ne? Für den Kunden. So, jetzt haben wir hier einen Händler, einen kleinen Shop. Da ist ein darbender Journalist, der seine Artikel verkaufen möchte. Ja, Sie können sich das genauso vorstellen wie beim Spiegel. Ne? Die machen ja auch immer so, ja, bitte bezahlen Sie jetzt für den Artikel. Hier haben wir jetzt einen Artikel zum GNU-Projekt, das ist der Teaser, den möchte ich jetzt lesen. Und dann sagt das Ding, okay, da müssen Sie 0,5 Kudos für bezahlen. Ja, dann sage ich, ja gut, einverstanden, mache ich. Ja, und dann kriege ich den Artikel. Das war der Bezahlvorgang. War zu schnell? Nochmal? Ja, genau. Also das Problem ist einfach, ich kriege das mal mit, die meisten Leute denken so, ja, Bezahlvorgang, jetzt braucht ihr eine halbe Stunde. Das sind die an Kreditkarten gewöhnten. Ne? Ja, also GNU-Manifest, bezahlen, bestätigen, das. Mit Krypto, Rechner steht in Rennes, in Frankreich, ja, über, was haben wir hier, G3, G4, oder ist Berlin noch auf G2, keine Ahnung. 4G, na gut, dann geht's ja. Also sehr schnell, mit der Krypto und benutzbar. Sekunde, benutzbare Krypto? Genau genommen, die Krypto macht das benutzbar, weil ich muss mich nicht mehr identifizieren. Ich muss nicht beim Bezahlen beweisen, wer ich bin. Ich mache das einmal beim Abheben.
Ich muss nicht erst noch eine SMS per TAN bekommen, ich muss nicht erst noch mein Gesicht irgendwie zeigen, ja, oder sonst irgendwas. Ja? Ich brauche nur meinem Rechner sagen, hey, du mein Rechner, du hast mein Geld, du bezahl. Das reicht. Ja? Und dann signiert er einfach mit meinen Münzen und sagt, ja, ich bezahle jetzt hier. Gut, ich hoffe, ich habe Sie davon überzeugt, dass das benutzbar sein könnte, sowas. Ja? Dann wollte ich das Ganze noch ein bisschen politisch einordnen. Ja, also wir haben jetzt hier oben so die autoritären Leute, ja, Militärs und so weiter, Kreditkarten, Google Pay, ja, das Schweizer Namenssystem, Domain-Name-System. Ja, das sind so die Leute, die so wirklich, wir wollen totale Kontrolle. Ne? Und hier, wir wollen so totalen, wie soll ich das sagen, libertären, also nicht liberalen, libertären Kapitalismus. Ne? Ja, ohne Regeln. Ja. Namecoin ist so die Domain-Name-System-Ersatz von den Blockchain-Leuten. Ja, das ist ja nicht mehr autoritär, wir machen es ja schon zumindest dezentral, ja, aber es ist sehr kapitalistisch. Ja. Wer einen Namen haben will, muss zahlen. Und hier unten haben wir eben zum Beispiel Zcash, das ist dieses Bezahlsystem, wo beide anonym sind. Wer Geld bekommt und wer bezahlt. Ja, auf Blockchain-Basis. Sehr langsam, schlecht zu benutzen, das sind auch die Vorteile. Ja, aber der Nachteil ist natürlich perfekt für Kriminelle. Ja. So, und ich finde mich politisch hier in diesem Spektrum und daher findet man auch meine Sachen hier. GNU Public License halte ich so für eine eher links-libertäre, ja, oder anarchistische Sache, das GNU-Name-System und auch Thaler. Ja. Und leider gibt es in dem Bereich noch zu wenig Technik. Jetzt bin ich hier beim FIF und es gab vor kurzem, gab es in Bern einen Workshop zum Thema Cyberpeace. Das war sehr schön, da hatten wir dann die üblichen Leute von den ganzen Geheimdiensten da sitzen und die meinten natürlich, Cyberpeace irgendwo hier oben machen zu müssen. Ja, die sagten, ja, wir brauchen Accountability, dass wir bei der Forensik feststellen können, wer es war und dann wird es wieder zurückgeschossen. Ja. Also alle, die sagen, wir machen Cyberpeace durch Accountability, ja, Proof Carrying Code, ja, alles beweisen können, wer es war, zurückverfolgen können, zurückschießen. Ja, das ist da oben, das ist eine Art von Cyberpeace. Und die meinten das wirklich als Cyberpeace. Ich habe es kaum geglaubt. Ja? Und ich habe die da ein bisschen schockiert und ich habe gesagt, nee, also Cyberpeace machen wir mit dem GNU-Name-System. Und zwar gerade dadurch, dass wir nicht mehr wissen, wer es ist. Weil wenn ich beim GNU-Name-System habe ich ein Commons. Die DHT ist ein Commons. Das gehört nicht irgendeinem, das gehört allen. Es dient nicht einem Staat, einer Organisation, einer Firma, einer Person. Es weiß gar nicht, wem es dient. Ja, es kann nicht sagen, was war die Anfrage. Habe ich da eine deutsche oder eine russische Sache resolved oder eine amerikanische? Kann es nicht wissen. Die Krypto verhindert das. Ja, also wenn ich Privatsphäre habe, habe ich eine neutrale Infrastruktur. Das heißt, diese Infrastruktur anzugreifen, macht keinen Sinn, weil ich schieße mir selbst ins Bein. Ich nutze sie ja auch. Ja, also spieltheoretisch, wenn ich Accountability habe, kann ich immer sagen, ja, das gehört dem anderen. Ja, dann kann ich ihm schaden. Aber wenn es uns allen gehört, wie die Atmosphäre, ja, wir machen keine Nukleartests mehr in der Atmosphäre, weil da wären wir alle dagegen. Wir atmen das alle. Ja? Und diese Idee, dass wir eben durch Privatsphäre, dadurch kriegen wir Cyberpeace. Wenn ich nicht mehr weiß, wer die Anfrage stellt, kann ich nicht sagen, dich blockiere ich. Ja? Wenn ich nicht weiß, wessen Dienst ich da die Antwort für speichere, ja, ich weiß es nicht. Ich kann nur neutral sein. Ja? Und das Gleiche, wenn alle sie nutzen, werden sie alle verteidigen, die Infrastruktur. Ja, wenn es meine Infrastruktur ist, ja, ich habe meine Schweizer Festung gebaut, nennt sich Europa oder EU, ne? Einmal drumherum, dann kann ich sagen, ja, ich grenze mich ab. Ja, und dann kann man kriegerisch aktiv werden. Wenn wir Frieden haben wollen, kriegen wir das nur hin durch guten Datenschutz, Dezentralisierung und Commons, was natürlich auch heißt freie Software. Gut, das war das, was ich hier sagen wollte. Weitere Informationen, ich habe hier insbesondere die Krypto ausgelassen, weil es mir gesagt worden, nee, mach das nicht zu kryptolastig hier. Ja, also zu Krypto gibt es Vorträge beim GNU-Name-System vom CCC, zu Thaler gibt es Vorträge, wo die Krypto im Detail erklärt wird, ja, und natürlich werde ich die Folien auch hochladen. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Ist das schon eine Wortmeldung? Ja, da läuft auch schon das Mikrofon. Wie viele nutzen denn GNU-Net, frage ich mal, bevor das Mikrofon da ist? Ich würde vermuten, die meisten, die es nutzen, nutzen es als Entwickler. Ja, also das letzte Mal, als ich gucke, hatten wir so irgendwie so 200 Knoten online. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass mindestens die Hälfte von Leuten sind, die damit sozusagen als Entwickler rumspielen.
Das Interessante ist, wir haben bei GNU einen Mechanismus drin, der sozusagen die Anzahl der Peers schätzen kann, der selber sicher und datenschutzfreundlich ist. Das heißt, wir können das sogar sagen halbwegs, ja, im Ballpark mäßig. Also wenn ich sage, 200 Nutzer haben wir, das ist sogar auf Daten basiert, nicht auf reinem Raten. Aber es ist natürlich noch sehr experimentell, es ist schwer zu installieren. Ja, es gibt für kaum eine Plattform Pakete, ja, das ganze Internet mit den NAT-Traversal, es macht das Ganze nicht so einfach. Also Sie müssen noch sehr an der Benutzbarkeit der Installation selber arbeiten. Ja, das ist noch sicherlich ein Arbeitsschwerpunkt für uns. Ja. Hallo. Also ich bin grundsätzlich ein großer Freund von freier Software. Ich finde das klasse. Und gleichzeitig sehe ich an verschiedenen Stellen in dem, was ihr da designt habt, Stellen, wo ich denke, dass es nicht möglich ist, tatsächlich von dem alten System, in dem wir sind, loszukommen, weil es bestimmte Annahmen, die im System vorherrschen, nicht hinterfragt. Und also an einer Stelle, wo es mir zuerst aufgefallen ist, ist, ich weiß nicht, vielleicht willst du noch mal zu der Folie gehen, wo aufgelistet war, diese Designparadigmen, diese 10 Stück. Mhm. Genau. Ah, viele Folien. Ja. Die. Genau, die. Zum Beispiel steht da unten, dass es Anreize schaffen muss dafür, dass Peers mehr Ressourcen bereitstellen, als sie selber verbrauchen. Und da steckt zum Beispiel die Annahme dahinter, dass Peers, wenn es diese Anreize nicht gibt, das nicht machen. Also implizit so ein bisschen. Und an einigen Stellen kommt das raus. Das Thaler-Design finde ich auch insofern problematisch, dass ihr sagt, es soll sichergestellt werden, dass der Staat seine Steuern bekommt. Und es soll sichergestellt werden, dass sozusagen irgendwer, der Staat, weiß, wie viel Geld jemand bekommt. Und ich halte das für höchst... Nicht wie viel Geld drauf ist, ja? Aber soweit ich verstanden habe, schon, dass jemand Geld bekommt und dass darauf Steuern bezahlt werden müssen. Ja. Mhm. Und das heißt, es ist nicht frei in dem Sinne. Was machen wir zum Beispiel mit Whistleblowern, ja? Wenn der Staat die nicht mag, wie können die denn weiterhin Geld bekommen? Ich finde es unglaublich wichtig, dass es ein System gibt, wo eben nicht kontrolliert wird, wer was von wem irgendwie bekommt und das nicht gesagt werden kann, nee, du nicht, weil dich mögen wir nicht. Gut, da möchte ich zwei Antworten drauf geben erstmal, ja? Das eine ist, das ist erstmal das niedrigste Ziel hier, ne? Auf der unterste auf der Liste, ja? Und ich muss schon davon ausgehen, dass wir irgendwann mal vielleicht böswillige Aktoren haben, die einfach massiv Ressourcen verbrauchen. Und die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn ich wirklich massiv Ressourcen verbrauche, bezahle ich mit sowas wie Thaler dafür, um das zu kompensieren, finde ich schon wichtig in der Praxis. Wir sehen das durchaus mit Denial-of-Service-Angriffen im Internet, dass das ein Problem ist. Zu dem Whistleblower-Szenario haben das ein ganz klein bisschen verkürzt dargestellt, aber es gibt bei Thaler da ein interessantes Feature genau dafür. Ja? Das Whistleblower-Feature. Ja, ne, wir nennen das auch das Withdraw-Loophole, ne, oder das Sharing, nennen wir das. Also Einkommen, müssen wir definieren, was Einkommen ist. Einkommen ist, wenn ich eine wirtschaftliche Transaktion mache, ja, wo die beiden Parteien sich nicht gegenseitig vertrauen. Ja, also wenn ich ihnen was verkaufe, ja, und kriege dafür Geld, ja, dann glaube ich nicht, dass ich das Geld bekomme, es sei denn, ich hab's. Ja, so als Laden. Aber wenn ich meinem Kind Taschengeld gebe, ja, hat mein Kind ein ganz gutes Vertrauen, dass ich ihm das geben wollte, ja, und ich ihm wegnehmen werde. Und genauso, wenn ich jetzt einem Whistleblower Geld spenden möchte, einem Journalisten Geld spenden möchte, ja, wo ich sage, der ist unterdrückt, ja, vom Staat, wir müssen ihn irgendwie unterstützen, ja, dann kann ich in unserem System einfach die privaten Schlüssel kopieren. Dann habe ich das Problem als Empfänger, dass ich nicht weiß, ob die privaten Schlüssel wirklich mir gehören. Der hat ja keine Kopie behalten haben. Das heißt, wir haben beide Zugriff auf das Geld nach der Kopie. Hm. Ja? Deswegen sagen wir, es passiert zwischen Freunden und Familie, in der kleinen sozialen Gemeinschaft. Und da hat der Staat nichts zu suchen, nach meiner Meinung. Ja? Also so zu sozialen Einheiten, ja? Widerstandszellen, ja? Da hat er nichts zu suchen. Das kann er auch nicht sehen, weil es sind keine Transaktionen im Netz. Mhm, ja? Nur wenn ich das ausgebe im kapitalistischen Sinne, als Einkommen für eine harte Gegenleistung, da kann er das sehen. Ja, man könnte, insofern haben wir das berücksichtigt. Ja, okay, also ich finde es auf jeden Fall ein interessantes Feature an der Stelle. Vielleicht könnte man das einfach standardmäßig nutzen. Kann man standardmäßig nutzen. Wir haben es noch nicht schön in der Demo drin. Ja. Yeah. Genau. Ich glaube auch, es ist schwierig, dass wir jetzt in der Konversation tatsächlich dazu kommen können, dass
dass wir uns gut gegenseitig verstehen, weil es einfach schwierig ist, wenn Annahmen von mir und dir unterschiedlich sind, dass wir uns verstehen können. Genau, deswegen auf jeden Fall vielen Dank für den Vortrag. Genau, und mal hören, was die anderen noch so sagen. So wie Christian rennt, gibt es auf jeden Fall noch andere. Ja, sehr gut. Das ist keine Frage, sondern nur eine Anmerkung zu dem Installieren, also zu der Frage vorher. Ich habe letzten Sonntag einen Workshop auf den Datenspuren in Dresden besucht, einen GNUnet Install Workshop, und im Rahmen dessen ist also ein Debian Ubuntu Tutorial entstanden, das, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also das gab es schon, wir haben es im Rahmen des Workshops dann nochmal überarbeitet und werden das so in den nächsten Wochen auch nochmal irgendwie breiter verteilen. Also im Moment ist es halt nur so ein File irgendwo im Internet. Aber ja, also wenn sich da jemand konkret jetzt dafür interessiert, kann ich da auch gerne den Link sharen. Und ich würde sagen, Debian und Ubuntu-Users können mit dieser Anleitung wirklich mit blindem Copy and Paste von irgendwelchen Befehlen nachher eine laufende GNUnet-Installation haben, was ich ganz großartig finde. Also von dem her möchte ich das ein bisschen einschränken, mit, dass es mit dem Installieren so schwierig ist. Also ja, Debian und Ubuntu, das ist wieder so ein großer Markt, ne? Ja. Von den Leuten. Aber ja, also aber das ist wieder, wenn man ein bisschen sich drum kümmert, kann man es natürlich schaffen. Was fehlt, damit der Taler in echt existiert? Das ist bloß das Errichten von Wechselstuben und das entsprechende Marketing? Also wir arbeiten dran, mit ein paar Banken zu versuchen, wirklich eine Wechselstube rechtlich in Betrieb zu nehmen. Dummerweise gibt es da, naja, auch ein paar rechtliche Anforderungen, so KYC und so weiter, die noch implementiert werden müssen. Es ist zwar im Konzept möglich, aber jetzt das genau nach den aktuellen Vorgaben von der BaFin umzusetzen, ist natürlich noch ein bisschen Arbeit. Ja. Gleichzeitig sind Banken nicht gerade billig, ja, wenn man mit denen Banken machen möchte in so einem Bereich. Ja, das heißt, die Finanzierung dafür ist nicht ganz so einfach. Und auch wenn wir die Probleme irgendwie noch gelöst kriegen, dann müssen wir natürlich auch noch Händler finden, die das Ding anbieten. Ja, und dann das möglicherweise Schwierigste, weil die Händler zu finden, das geht noch. Wir können ihnen sagen, niedrige Kosten, einfache Benutzbarkeit, das mögen die. Ja, die Banken, wie gesagt, das ist nur teuer. Aber die große Frage ist, machen Sie alle mit? Ja, weil also, wenn wir das dann anbieten und am Ende haben wir 5 Nutzer, dann wird es wahrscheinlich sehr, sehr schnell wieder eingestampft. Mir fehlt ein vernünftiges Micropayment-System im Internet. Stichwort. Ja, also Stichwort Micropayment. Unsere Transaktionskosten liegen so bei einem Tausendstel von einem Cent. Ich habe auf meinem Einzelsystem die Transaktionsrate von Mastercard simuliert, ja, in der Postgres-Datenbank. Also das Transaktionskosten, Mikrotransaktionen kriegen wir hin. Ja. Aber die Frage ist, kriegen wir das, wie Sie schon sagten, marketingmäßig hin, kriegen wir es finanziell hin, kriegen wir es rechtlich alles hin und wie schnell geht das? Ich habe immer noch gute Hoffnungen, ja, aber Hilfe auch in dem Bereich ist natürlich mehr als willkommen. Okay, denn wenn ich von mir auf andere schließen kann, ist der Bedarf auf jeden Fall da für so ein System. Was heißt denn, dass Hilfe willkommen ist? Also als erstes mal, wir haben einen Verein für GNUnet, da können Sie uns gerne Millionen an Spenden schicken. Ja, wir haben Git-Repositories mit GPL-Code und wir haben Mailinglisten, da kann man uns gerne Patches schicken, als Entwickler mitmachen. Ja, man kann gerne irgendwelche Händler überzeugen, dass sie doch bitte auf jeden Fall Talon ihre Plattform einbauen oder es einfach selber machen, ja, wenn man an solchen Plattformen rumschraubt. Ja, die Baustelle ist groß genug, dass da jeder seinen Teil findet. Ja? Und wenn man sagt, ich kann das und das, wo kann ich helfen, kriegen wir die Leute schon unter irgendwie. Ja? Also es ist immer noch ein Community-Projekt. Wir sind das GNU-Projekt. Ja? Und ich hoffe, die meisten hier ist klar, dass man bei freier Software einfach mitmachen kann. Da braucht man nicht um Erlaubnis fragen. Lass das mal. Ich hoffe, es ist nicht so detailreich, die Frage. Ich glaube, ich habe es bei dem Whistleblower-Beispiel auch heftig verstanden, aber die klassische Frage ist natürlich, wie löst ihr das Double-Spending-Problem? Also jedes Mal, wenn der Taler eingereicht wird oder benutzt wird, dann geht er zu einer Zentrale, wo man die Transaktion wahrscheinlich nachvollziehen kann. Es sei denn, bei dem Whistleblower-Beispiel, dann habt ihr halt offensichtlich das Problem des Double-Spending, weshalb das wahrscheinlich dann nicht für, ja, einen kompletten anonymisierten Transfer von Talern
soll ich sagen, flächendeckend einsetzbar ist, es sei denn, man kennt die Leute sehr gut. Ich habe jetzt den letzten Teil mit Anonymisierung nicht ganz verstanden, wieso das kommt, aber hier, also diese Zentrale, es kann mehrere Wechselstuben geben. Ja? Wir hoffen, es muss erstmal eine geben, zu viele ist nicht gut für Anonymität, aber man muss es sozusagen hier dann einlösen. Ja? Und das ist genau das, wie Ihre Frage sagt mit dem Double Spending. Ja, wenn ich eine Münze bekomme als Händler, muss ich sie als Erster claimen. Und wenn ich der Erste bin, der zur Wechselstube hingeht, dann kriege ich den Gegenwert. Ja, und wenn ein anderer da vorher war, dann sagt die Wechselstube mir, der ist schon ausgegeben worden, Pech. Ja, und dann muss ich Transaktion ablehnen. So, und wenn ich jetzt im Whistleblower-Modus bin, kann ich natürlich einfach sagen, ja, du gibst mir deine Münzen, einfach die, kopierst mir die Daten rüber und ich vertraue dir, dass du sie irgendwo anders ausgibst. Ja, oder wenn ich Taschengeld von meinen Eltern bekomme oder sowas, ich vertraue euch, dass ihr das nicht schon ausgegeben habt. Ja? Und wenn ich dann zum Händler hingehe, kann ich das eben später machen. Ja? Und hoffentlich, wenn der andere sie nicht auch benutzt hat, sagt der Händler, ja, ist okay, du bist der Erste. Ja? Aber ich muss dieses Vertrauen in die Gegenpartei haben. Das heißt, es klappt nicht im normalen Warenhandel, es klappt nicht im kapitalistischen Sinne. Ich kann damit nicht Drogen kaufen gehen, weil der Drogenhändler sagt, ja, alte Münzen hast du mir gegeben und dann warst du schon woanders ausgegeben, warst du gleichzeitig beim Lidl mit einkaufen. Ja? Das heißt, eben für Transaktionen muss es über dieses System gehen, um Double Spending zu verhindern. Aber wenn ich es im Vertrauen mache, kann ich Sharing machen und dann bleibe ich komplett ohne Netzwerk. Da war noch eine Frage irgendwo. Ach, hier vorne. Ja, hier eine Frage. Du hast es schon erwähnt gehabt, dass ihr immer gerne offen seid für Spenden. Und forschungspolitisch mal gefragt, siehst du in Deutschland oder in der EU irgendwo irgendeine wissenschaftliche Institution, die an solchen Projekten, wie du es jetzt vorgestellt hast, auch arbeitet? Weil da fließen ja 2- bis 3-stellige Millionenbeträge in die Entwicklung von Robotern, die Krankenschwestern ersetzen sollen, was eigentlich total stupide und blöd bis zum geht nicht mehr ist. Also ich möchte im Alter garantiert am liebsten von so einem richtig starken Roboter gepflegt werden. Das finde ich sympathisch. Ja, also ich glaube, das wollen wir alle. Also erstmal, ich glaube, darauf wollen wir alle richtig. Erste Antwort wäre, ich bin an der Berner Fachhochschule. Ja? Ich finde mich an der Institution bisher sehr gut unterstützt. Ja? Wir hatten Partner, auch an der TU München, ja, wo wir in längere Zeit waren, auch an anderen Universitäten. Das Problem ist natürlich, wir sind nicht der militärindustrielle Komplex. Wir helfen nicht beim Thema Sicherheit mit, ja, im Sinne von überwachen und kontrollieren. Das heißt, bei GNU-Net, es gibt nicht das große Geschäftsmodell. Ja, wir werden nicht Milliardäre werden beim GNU-Net-System. Das heißt, es ist schwierig. Wir haben jetzt beim Horizon 2020 Authentication Challenge das GNU-Net-System gerade letzten Donnerstag eingereicht als einen Beitrag. Aber ich kann nicht sagen, ob die Reviewer das gut finden werden. Ich persönlich gehe mal davon aus, dass in unseren totalitären Staaten sowas höchstens, sag ich mal, als Unfall gefördert wird. Betriebsunfall, ne? Fast so wie Tor. Jetzt hast du die Antwort darauf schon eigentlich gegeben. Ja. Aber das heißt nicht, dass die Universitäten sind nicht das Problem. Das Problem ist, das Funding ist nicht ganz so einfach. Mhm. Wie bewertest du dann, das hast du jetzt auch schon ein bisschen beantwortet, aber ich frage trotzdem noch, wie bewertest du dann angesichts der Weise, wie wir gerade marktwirtschaften und wie wir gerade Staatsverständnis leben, überhaupt prinzipiell die Möglichkeit, dass wir mit den Entwicklungen, die Digitalisierung, die Informatik uns bietet, mehr machen können als eine bloße Optimierung des Kapitalismus? Perspektive ist nicht gut, aber gibt es eine Alternative? Ja, also im Moment, uns ist durchaus von netten Kommunisten gesagt worden, mit Taler macht ihr doch immer noch einen auf Kapitalismus und bezahlen. Ja, und ich sage, ja, es ist aber zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, und klar, es ist sehr schwierig, mit Sachen wie GNU-Net und Taler Fortschritte zu machen im aktuellen System, aber ich sehe einfach keine Alternative. Ja, für mich sind Menschenrechte einfach was, das ist nicht veräußerlichbar. Ja, und als Techniker ist es unsere Pflicht, daran zu arbeiten. Ja, das in eine positive Entwicklung zu drücken. Sie können ja auch nicht als Arzt sagen, ach, die Krankheit ist schwer heilbar, lass ich. Das ist Ihre Aufgabe, daran zu arbeiten, Heilmethoden zu finden. Und insofern, auch wenn es jetzt nicht gerade einfach wird, ich habe keinen Plan B.
War da bei dir noch eine Frage? Nee. Gibt es noch im Publikum? Ja, ist es mit einer Frage verbunden? Weil dann würde ich... Nee, nur die Informationen nochmal, alle sollen sichtbar sein, wie man an dich rankommt und ans GNU-Net. Doch, da gibt es jetzt doch noch eine Frage. Ja, du hast so einen schönen kurzen Vortrag gehalten, deswegen gibt es jetzt noch ein bisschen Gelegenheit zur Diskussion. War ja gewünscht, ne? Ja, das ist super. Genau. Hallo. Frage. Du hast davon gesprochen, dass das GNU-Net letztendlich eine Art Parallelnetz sein soll. Und deswegen meine Frage zur, ja, naja, aber zu, letztendlich sind wir ja zurzeit noch auf die zentrale Infrastruktur angewiesen, die hauptsächlich von den großen Telekommunikationskonzernen in unseren Boden gelegt wird. Und die Frage ist sozusagen, was siehst du da als Alternative irgendwie, um langfristig uns eventuell auch davon loszulösen, dass es da diese zentralisierte Infrastruktur gibt? Also GNU-Net konzeptionell ist erstmal als Overlay-Netzwerk gedacht gewesen, dass man es auf die bestehende Infrastruktur draufplappen kann. Ne? Also wir nutzen ja durchaus unten drunter TCP/IP oder auch UDP, aber wir haben es auch so gebaut, dass wir auch direkt WLAN nutzen können. Ja, das heißt, so ein Freifunknetzwerk könnte theoretisch GNU-Net als Routing-Algorithmus verwenden. Wir gehen also nur davon aus, dass die Peers Peer-to-Peer auf Link-Level, sozusagen Layer 2, ein paar miteinander reden können, aber nicht alle mit allen. Ja, und dann müssen wir eben selber unser Routing machen. Ja, das heißt, wir hängen eigentlich nicht von sowas wie BGP ab. Wir hängen nicht von DNS ab. Ja, und daher können wir sozusagen anfangen als Overlay-Netzwerk, dass wir irgendwie auch globale Kommunikation hinkriegen, weil nochmal Leitungen verlegen ist ein bisschen schwierig. Ja, aber im Prinzip könnte man irgendwann einen unteren Teil weglassen, wenn die Leute nicht mehr brauchen, idealerweise, ja, in 100 Jahren oder so. Ne? Aber vor allen Dingen, wir können es auch als parallele Infrastruktur wirklich im Wireless-Netzen, in Communities aufbauen. Zumindest im Prinzip, wenn es benutzbar ist und so weiter. Ja, das heißt, wir machen uns nicht von der Provider-Infrastruktur abhängig. Wir nutzen sie nur, wenn sie vorhanden ist und funktioniert. Und wenn sie nicht funktioniert, soll das Netz eben andere Wege suchen. So, vielen Dank nochmal. Du hast uns hier hervorragend für das GNU-Net begeistert. Ich hoffe, ein paar von uns probieren es jetzt aus oder nutzen es ja sowieso schon. Also ich werde es auf jeden Fall jetzt mal ausprobieren. Dankeschön. Ja, danke.